Ey, man kann Akkorde greifen mit nur drei Fingern, muss nicht mal Barré können dafür und kann Punkrock machen? Ich bin sowas von dabei. Meine Eltern dachten damals, hey cool, der Junge wird 5 Jahre alt, dem drücken wir mal schön ein Instrument aufs Gesicht. Und es war dann damals das Klavier. Und es war irgendwie auch ganz interessant irgendwie, aber irgendwann hat es halt einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, da bin ich zu Hause ausgerastet. Also wir hatten halt zu Hause auch ein Klavier und irgendwann wollte ich einfach nicht mehr und wusste nicht mehr, irgendwie, wo irgendwelche Töne sind. Das war irgendwie ganz weird. Und dann meinten meine Eltern irgendwie, ja, okay, willst du was anderes machen? Und ich so, ja, ich will unbedingt Gitarre spielen. Ich erinnere, als kleines Kind so, habe ich mich immer an den Plattenteller gesetzt und immer irgendwie die Plattencover, die ich cool fand, habe ich rausgezogen. Und das war so ZZ Top, The Police, Neil Young und das war halt irgendwie alles geile Gitarrenmusik. Und dann wollte ich halt nochmal die Gitarre lernen. Also sozialisiert hat mich eigentlich, also viel mein Vater. Und auch lustigerweise ein Freund aus meiner Grundschule, dessen Vater hat auch sehr, der hat so Nirvana und sowas gehört. Und das war irgendwie ja, so mit 9 Jahren, ja so 9, 8, 9, 10 Jahre irgendwie. Sowas zu hören war so, boah, Alter, was ist das für eine kranke Musik, aber irgendwie auch geil. Und dann hast du es irgendwie 2, 3 Mal und denkst dir so, okay, das ist super interessant. Also welche 3 Platten haben mich sozialisiert? Was im ersten Moment so ein Schockmoment war und kurz danach so, boah, das ist mega geil, war die Incesticide von Nirvana. Ich glaube, das war die 2. Platte, die damals wirklich auf einem Major, auch bei Geffen so herauskam. Die war irre, die war total toll. Auf jeden Fall die Build to Last von Sick of It All, das war so, boom, das war so eine Offenbarung, so, Alter, ja, sowas will ich machen. Mein 3. Album wäre dann tatsächlich auch Neil Young, dank meines Vaters, die Ragged Glory, die ich mir damals auch selber gekauft habe, da war ich ganz stolz, mit meinem Taschengeld irgendwie zusammengekratzt und ha, jetzt kaufe ich mir mal sowas Cooles, was mein Papa immer hört, da würde er sich bestimmt freuen, wenn ich die auch mal mit nach Hause anschleppe. Der Schattenmoment in meiner Musikkarriere, da gab es einige. Nee, stimmt nicht. Also eigentlich ist meine Musikkarriere, wenn man sie so bezeichnen mag, irgendwie eigentlich immer recht geil gewesen. Also ich hatte nur einen so einen Moment, wo ich mal keine Band hatte. Das war so ein bisschen unangenehm, aber gut, mein Gott, damals war ich irgendwie 18, als sich die Band aufgelöst hat. So. Dann gab es diesen Punkt, wo ich entschieden habe, so, ich will mit Stay God aufhören und will einfach mich komplett auf Real Fly konzentrieren. Und das war irgendwie, das war komisch, das war wie so eine Beziehung zu beenden, da gab es auch echt so ein bisschen so, naja, unschöne Momente will ich nicht sagen, aber na klar, das ist wirklich, man hat jahrelang zusammen Musik gemacht und entscheidet sich irgendwann zu sagen, so nee, ich mach da nicht mehr mit. Ja, und dieser Wechsel war irgendwie, der war scheiße. Also das ist irgendwie blöd auseinandergegangen einfach. Aber ansonsten habe ich so richtig Schattenmomente habe ich eigentlich nie erlebt. Also eigentlich war Musik machen und Musik spielen war immer super. Musik machen war für mich immer das, was ich machen wollte, was ich auch immer noch machen will und eigentlich machen will, bis ich irgendwann ins Gras beiße. Ja, von daher, man muss sich das halt einfach immer irgendwie so hinbiegen, dass man das irgendwie cool mit sich und mit den anderen Leuten auch vereinbaren kann und dann funktioniert das auch ganz gut, glaube ich. Welchen Mehrwert hat Musik abseits von Musik machen für mich? Alleine das reine Musik machen, das ist ja quasi nur der Moment eigentlich, wenn du im Proberaum, nur der Moment, wenn du im Proberaum stehst, wenn du im Studio bist und wenn du auf der Bühne bist. Alles, was abseits davon passiert, ist unfassbar großartig, finde ich, für mich. Du lernst unfassbar coole Leute kennen, du lernst Abläufe kennen, du lernst Clubs kennen, du lernst Orte kennen. Dieses ganze Touren und so, das gibt mir unfassbar viel, weil ich glaube, niemand, der sowas noch nicht selber gemacht hat, kann das auch nur im Ansatz nachvollziehen. Im Idealfall machst du das halt mit Leuten, die du magst, die du deine Freunde nennen kannst und du hast einfach auch eine geile Zeit einfach zusammen. Also abseits von Musik machen, generell Musik einfach zu haben, zu hören, konsumieren zu können, einfach unfassbar hohes Gut, so was auch nicht jeder irgendwie für sich beanspruchen kann. So. Ich könnte mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Klingt total abgedroschen, ist aber ist einfach so. So. Musik ist für mich Leben, so einfach. Und auch ich könnte mir ein Leben ohne Musik machen überhaupt nicht mehr vorstellen. Gar nicht. Hi, ich bin Sören und spiele Gitarre bei Weiße Westra.